Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Goodbye Deponia. Ja, wir sind in der letzten Folge ziemlich festgesteckt, denn wir kommen an diesem blöden Oppenbot nicht vorbei. Dachte ich zumindest. Und was ich ganz cool fand, ich habe halt gesagt, dass es geht, schön wäre, wenn ich einen Tipp bekommen könnte. Natürlich ist es ärgerlich, dass ich jetzt schon wieder feststecke. Und ich habe so einen tollen Tipp bekommen, der mit Absicht versucht hat, nicht zu spoilern, aber trotzdem gut genug gewählt war, um mir einen super Denkanstoß zu geben. Hallo, Rezeption? Immer zu Diensten. Wie lautet Ihre Zimmernummer? Und das finde ich so toll und da muss ich wirklich ganz, 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 ganz tolles Danke sagen. Und ich bin ganz gespannt, ob der Denkanstoß mir wirklich geholfen hat, dass diese Denkweise, die ich jetzt habe, mir auch weiterhilft. Zimmer 1. Oh, der Herr Inspektor schon. Ja, wir schon wieder. Wie kann ich Ihnen helfen? Naja, wir möchten den Assistenten gern nochmal sprechen. Ich hätte gerne mal meinen Assistenten gesprochen. Natürlich. Ich schicke ihn gleich zu Ihnen aufs Zimmer, wenn's recht ist. Warum tun Sie es nicht? Und sagen Sie ihm, er soll dabei das Lied vom Dummdeppen singen. Ich richte es aus. Okay. Dankeschön. Dann hören wir uns das Lied nochmal an. Jetzt sollte die Rezeption wieder frei sein. Ja. Ich muss nur aufpassen, dass mir dieser Oppenbot nicht begegnet. Und zwar sagte der Tipp aus, dass es ja mehr gibt als nur Zimmern, in die wir uns verstecken können. Und dann fiel mir ja ein, dass... Moment, kommt da noch nicht? Es sollte ja jetzt eigentlich kommen, oder? Moment. Hier kommt genau. Der Dummdepp, der Dummdepp, der Dummdepp, der Dummdepp. Wer sind Sie denn? Ich. Oh. 30% Rabatt auf Büro. Nee, das war falsch. Was? Wo? Mist. Okay, das war falsch. So funktioniert's nicht. Die Luft ist rein. Also mal abgesehen von Staub, Schimmelpilzsporen und der generellen Kohlenmonoxidbelastung. Ich wollte so ja eigentlich nur dafür sorgen, dass der nochmal kommt. Aber stimmt, der kommt ja, sobald wir dann so quasi in eines der Zimmer gehen, in die wir uns versteckt haben. Okay, dann machen wir es also nochmal. Diesmal überspringe ich allerdings die Gespräche. Hallo? Denn die kennen wir ja jetzt bereits zu Genüge. Den Assistenten nochmal. So. Ich muss. Okay, also nochmal. Okay, wir hatten uns in der letzten Folge dann im Zimmer versteckt. Aber bei der Rezeption, bei der Rezeption können wir auch einmal so rundum gehen. Und das können wir hier ja auch. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich folge Ihrem Befehl, dachte ich. Ich kann mich nicht entsinnen, Ihnen befohlen zu haben, wie ein Trottel herumzustottern. Sie haben mich doch eben wieder aufs Zimmer Super. Gerufen. Diesmal bin ich mir ganz sicher. Das ist doch... Es hat funktioniert. Juhu, vielen Dank für diesen unheimlich tollen Tipp. Super, der Denkanstoß hat geholfen. Yay, wir können endlich weitermachen. Juhu. Okay, wir müssen an der Rezeption... die Tasche, können wir die jetzt auch mitnehmen? Hm. Wenn ich sie einfach so mitnehme, wird Oppenbot das bemerken und Alarm schlagen. Okay. Was hier fehlt, ist ein Plan. Voller Pfeile und Schleudern und Fallstricke. Und unvorhersehbarer Wendungen. Okay. Oder wenigstens ein paar cooler Spezialeffekte in 3D. Ja, richtig. Wir brauchen aber diese Speisekarte. Gibt... Der Gasthaus Nummer 5. Keine Sorge, die Kopfschmerzen gehen nach ein paar Tagen wieder weg. Was? Nein. Ich bin wegen des Menüplans hier. Genau, deswegen. Das ist lustig. Die meisten Gäste sind wegen des Menüplans nämlich weg, verstehen Sie? Und unser alter Koch ist wegen des Menüplans sogar im Gefängnis. Bekomme ich den Menüplan jetzt oder nicht? Nein. Stante Patsy, Sie müssen vorher nur diese Erklärung unterschreiben. Das ist schön. Hä? Das ist doch nur eine Rotzfahne. Ja, es gibt einfach zu viele Möglichkeiten, durch unser Essen zu Schaden zu kommen. So ein Formular zu entwerfen, wäre enorm viel Arbeit. Und unser Anwalt leidet an Depressionen. Darum kopieren wir die Unterschrift des Gastes einfach nachträglich auf eine passende Erklärung. Nett. Sehr ökonomisch gedacht. Und unterschreiben Sie bitte mit einem W vorne. Wie jetzt? Wufus? Ja, die Schublade für R klemmt nämlich. Ach so, ja. Danke. So genial. Hier kommt der Dummdepp, der Dummdepp, der Dummdepp, der Dummdepp. Tja, Kinderchen, jetzt muss ich aber. Okay, haben wir es jetzt bekommen? Na endlich! Der depperte, 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 Dummdepp. Haben wir dafür das jetzt? Ja, aber wieso nicht? Ja, aber ich will die doch. Aber warum? Müssen wir das jetzt nochmal machen? Aber nein! Hä? Das muss ich nicht verstehen, oder?
Nee, das muss ich nicht verstehen. Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Oder bekomme ich den Rezeptplan nicht ins Inventar, sondern habe den jetzt einfach so? Das, wenn ich jetzt wüsste. Naja, versuchen wir es halt einfach mal. Vielleicht haben wir den ja jetzt wirklich. Ich bin verwirrt. Fällt es auf? Nee, es hört nicht. Doch, natürlich fällt es auf. Ich bin verwirrt. Was soll das? Hallo? Rezeption? Rezeption? Ja, hallo. Wie lautet Ihre Zimmernummer? Naja, wir haben jetzt die Nummer 5. Zimmer 5. Echt jetzt? Sie arme Wurst. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, ich würde gern was essen. Ich würde gerne etwas essen. Haben Sie schon etwas vom Menüplan ausgewählt? Was soll die blöde Frage? Da steht doch sowieso nur Lapskaus drauf. Sie haben scheinbar das Kleingedruckte nicht gelesen. Sie können wählen zwischen Lapskaus aus Fischabfällen und vegetarischem Lapskaus. Aus Abfällen, die zwar nach Fisch riechen, in denen aber tatsächlich gar kein Fisch drin ist. Oh, die Qual der Wahl. Ich glaube, ich habe gar nicht so viel Hunger. Gute Wahl. Kann ich sonst noch etwas gegen Sie tun? Ja, aber... Wieso? Verwählt. Kein Problem. Was willst du von mir? Hallo? Rezeption? Rezeption? Wie lautet Ihre Zimmernummer? Die Nummer 1. Zimmer 1. Oh, der Herr Inspektor schon wieder. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich würde dann gerne dinieren. Ich würde dann gerne dinieren. Haben Sie schon etwas vom Menüplan ja. ausgewählt? Ich wähle den Lapskaus aus Fischabfällen. Ah. Na gut. Ist ja Ihr Leben. Das Essen wird um Punkt 12 Uhr serviert. Seien Sie bitte pünktlich. Im Restaurant wimmelt es von Kakerlaken. Und der Lapskaus liebt es, die Viecher quer durch den Raum zu jagen. Ja, schon gut. Geben Sie mir bitte rechtzeitig Bescheid. Na gut. Wer bin ich denn, einem so mutigen Mann seinen letzten Wunsch zu verwehren? Denken Sie dran. Zimmer 1. Kletis. 12 Uhr. Kletis. Lapskaus, Schaufel, Müllsack. Ist notiert. Ich rufe Sie dann an. 12 Uhr. Alles klar. Haben Sie vielen Dank. Okay, na gut, und was passiert dann jetzt? Oh. Hallo, Doc. Sag mal. Du, Doc? Das Kletis steigt hier rum. Er hat das Zimmer nebenan bezogen. Wahrscheinlich sucht er Goal. Oh je. Hat er dich schon gesehen? Mich gesehen? Ha! Ihr sprecht hier mit dem Meister der Tarnung, der menschlichen Tarnkappe. Mhm. Leise treti, leise treto, dem heftigen leise tritt in die Kronjuwelen des Unrechts. Hey, ist da drüben bald mal Ruhe? Ups. Na, ihr wisst schon. Du, Rufus, vielleicht ist es doch besser, wenn du vorerst auf dem Zimmer bleibst. Unsinn! Ihr wollt ein... Plasma-di-das-ma-di-dings und ich werde euch ein Plasma-di-das-ma-di-dings besorgen. Aber... Psst. Ihr wollt doch nicht, dass Kletis euch hört, oder? Genau, das Plasma-di-das... Ich muss los. Ihr habt mich schon viel zu lange von meiner wichtigen Profi-Mission abgehalten. Je weiter du vom Zimmer entfernt bist, desto weniger können wir dich stören. Okay. Das haben wir die Tasche jetzt eigentlich schon durchsucht? Ja, haben wir, ne? Boah, dann ist da noch irgendwas drin? Da sind nur noch Scherben drin. Okay. Hoffentlich bringen die wenigstens Glück. Dann gehen wir die doch mal, Doc, oder? Guck mal, Doc, guck mal. Hey, Doc, du rätst niemals, was ich... Nicht jetzt, Rufus. Ich bin gerade sehr beschäftigt. Och, Menno. Immer bist du beschäftigt. Oh, ja, das ist ärgerlich. Hau. Können wir denn hier irgendwas zusammenbauen? Ich kann meine Sachen immer noch trocknen, wenn mein Weltrettungsplan ins Wasser gefallen ist. Das ist schön. Und das hier vielleicht verbinden? Dieser Plan könnte zwar noch ein bisschen wirken, aber Bla bla bla. Mann, der erzählt immer so viel und nichts davon hilft mir weiter. Sag mal, Boso, hast du was Neues zu sagen? Boso. Komm schon. Zieh dir bitte was an. Erlöse mich von diesem Anblick. Warum sollte ich? Tja... Ach, das hilft ja alles nichts. Mach doch, was du willst. Geh mal wieder weg. Sorry, ich muss hier weg. Dann gehen wir mal raus. Ist denn das Essen dann schon da? Das wird mich jetzt tierisch interessieren. Zum Restaurant. Vielleicht ist das Essen ja schon da. Nein, es ist natürlich nicht. Das gibt's doch nicht. Können wir denn vielleicht irgendwie das... Achso, das haben wir ja schon in Salz reingetan. Können wir die tauschen? Noch 15 weitere Hotelrestaurants und ich habe ein Schachspiel zusammen. Nee, das würde ich nicht. Und das vielleicht da reinpacken? Das Einzige, was dieser Staub kann, ist den Hustenreflex zu triggern. Aber das macht er gut. Dann könnten wir das ja vielleicht... Naja, dann bekommt Boso Husten.
Oder Niesanfälle oder irgend sowas. Moment mal, jetzt mal auf die Uhr gucken. Jetzt ist es 4 oder so. Ja, das glaube ich aber auch nicht so ganz. Kann man denn der Uhr überhaupt trauen? Können wir Boso vielleicht den Staub ins Gesicht pusten? Haben wir drin für... Nee, ist sonst nichts mehr, ne? Wir können dem aber auch noch was Teures aufs Zimmer bestellen, habe ich gesehen. Hallo, Rezeption? Immer zu Diensten. Wie lautet Ihre Zimmernummer? Wieder mal Zimmer Nummer 1. Zimmer 1. Oh, der Herr Inspektor schon wieder. Ja, schon wieder. Wie kann ich Ihnen helfen? Wann ist mein Lapskaus fertig? Wann ist mein Lapskaus fertig? Ich sterbe vor Hunger. Warten Sie damit bitte noch. Das Essen wird um Punkt 12 Uhr serviert. Ich rufe Sie dann an. 12 Uhr, alles klar. Haben Sie vielen Dank. Und das hier? Ich würde gerne etwas sündhaft Teures auf mein Zimmer bestellen. Eigentlich bieten wir keinerlei Dienstleistung in diesem Hotel. Aber wenn Sie wollen, kann ich Ihre Rechnung einfach so mit einem horrenden Zusatzbetrag belasten. Der Posten taucht dann als Rechnungsfehler auf. Oh, das wäre zu freundlich. Ach, keine Ursache. Ich hatte das sowieso schon vorbereitet. Standardprozedur, wenn Sie verstehen. Kann ich sonst noch etwas gegen Sie tun? Na, das war's dann. Verwählt. Kein Problem. Gut. Dann versuchen wir jetzt mal, das zu kombinieren. Guck mal. Das ist für Husten, ne? Yay! Ha, siehst du? Ich wusste doch, dass du dich erkälten würdest. Unsinn. Das ist doch nur der Staub. Ich bin Allergiker. Na, dann haben wir ja das richtige Hotel für dich erwischt, was? Okay. Und den Pfeffer vielleicht auch? Siehst du? Ich wusste doch, dass du dich erkälten würdest. Unsinn. Das ist nur der Pfeffer, den du mir gerade ins Gesicht gestreut hast. Warum auch immer du das getan hast. Nennen wir es Neugierde. Ich würde ihm keinen Namen geben. Sonst gibt es nur Tränen, wenn wir es nachher einschläfern müssen. Boah, wie mies. Okay, können wir den Pfeffer auf die Klamotten packen? Dieser Plan könnte zwar noch ein bisschen Würze vertragen, aber ich dachte da eigentlich an etwas anderes. Oregano. Und da drauf? Dieser Plan ist aber auch nicht. Das ist ja Wahnsinn. Korkenzieher. Für was brauchen wir einen Korkenzieher? Das Einzige, was dieser Staub... Aber? Das ist gar nicht so einfach. Ich werde mich jetzt wohl mit den ganzen Leutchens hier nochmal unterhalten, weil irgendwie will mir noch nicht so ganz der zündende Gedanke kommen. Im Schrank tut sich nichts Neues mehr, oder? Fangt jetzt wieder zu weinen an? Ja. Dieser Druck. Was, wenn ich versage? Und ja, das Typische. Ich bin der Größte. Könnt ihr denn vielleicht noch irgendwas hier jetzt in die Tasche reinpacken? Vielleicht den Staub in die Tasche? Das Einzige, was dieser... Aber nein, auch nicht. Und Salz? Dieser Plan... Oregano. Oh, come on. Und vielleicht in die Zahnpasta? Das eine erzeugt Husten, das andere Fieber. Das macht schon mal 50% der Symptome einer Schüttelpockeninfektion. Oh, Fieber? Die Zahncreme? Das eine erzeugt Schnupfen, das andere Fieber. Das macht schon mal 50% der Symptome einer Schüttelpockeninfektion. Okay, und das hier? Ich wusste es doch. Zahnpasta ist nutzlos. Aha. Das heißt, wir brauchen die Zahncreme, wir brauchen den Staub und wir brauchen den Pfefferstreuer. Und mit diesen drei Dingen können wir irgendwie... Ach, vielleicht in das Shampoo? Dieser Plan könnte... Nee. Aber ich dachte... Oregano. Damit Bosus Anzug. Ich behalte die Sachen lieber in meinem eigenen Mantel. Da ist eh viel mehr Platz. Okay, das heißt, wir müssen diese Dinge schon mal irgendwie verbinden. So schaffen wir es, dass er... Dentosaurus, der dino-starke Zahnputzspaß. Hey, das ist dieselbe Marke, mit der ich als Kind Fiebererkrankungen vorgetäuscht habe. Hier steht's ja auch. Dentosaurus Zahnpasta ist ein Chemieabfallprodukt, und nicht zur inneren Anwendung geeignet. Mögliche Nebenwirkungen, Fieber, Schweißfüße, permanenter Verlust des Gefahrenbewusstseins. Dentosaurus Zahnpasta darf unter keinen Umständen mit Teppichreiniger vermischt werden, da gefährliche Chloroformgase entstehen können. Wow, ich sollte öfter mal Gefahrenhinweise lesen. Ich habe doch tatsächlich geglaubt, Zahnpasta sei nutzlos. Ja, jetzt wissen wir, dass es nicht ist. Okay. Oh. Ich trage erstaunt, wenn das ein Omen sein... Ja, das haben wir alles schon gehört. Dann werde ich das jetzt mal mit den verschiedenen Gegenständen machen. Sehr beeindruckend. Wusstet ihr, dass Salz Schimmel ansetzen kann?
Okay. Dr. Übel Pfeff-Snack enthält mindestens 20% Pfeffer. Probieren Sie auch Dr. Übel Reptilienfutter, Dr. Übel Köderinsekten und Dr. Übel Allzweckschaben. Die müssen irgendwie zusammenmischen. Dieser Kopfkissenbezug ist von hervorragender Qualität. So viele Kopfläuse können nicht irren. Außerdem ist da ein Pflegehinweisetikett mit 6 Symbolen eingenäht. Komisch. Die habe ich alle noch nie gesehen. Okay, gut, das bringt mich ja schon mal ein Stück weiter. Dann brauchen wir noch irgendwas, wie wir das zusammenbekommen. Hallo? Schön, mal wieder dich zu sehen. Bevor ich dich aber allein lasse... Oje, jetzt kommt alles raus. Ja. Also ich bleibe dabei, kein Spuk ohne geheimes Laster. Also ich bleibe dabei, kein Spuk ohne geheimes Laster. Ja, und? Na los, hopp, na verzeih dir doch einfach. Das ist nicht so einfach. Ich schäme mich wirklich sehr. Und wie willst du dann jemals Erlösung finden? Ich dachte, ich bleib hier einfach im Dunkeln stehen und kämpfe dagegen an. Oh Mann, was für eine Jammertüte. Okay, das hilft mir jetzt im Moment noch nicht wirklich Laster, weiter. Kein Laster, reden wir über was anderes. Oh, sehr gerne. Müssen wir wohl die anderen Räume auch nochmal absuchen. Das Laken bekommen wir ja auch. Ich wollte sowieso gerade gehen. Ein Glück. Wie mein? Hinfort! Hinfort! Ja, schon recht. Okay, ich sehe also, wir müssen definitiv versuchen, irgendwie diese Dinge zusammenzumischen. Wie, habe ich noch überhaupt keine Ahnung. Aber das finden wir mit Sicherheit noch raus. Vielleicht können wir das Geld damit einkriegen. Sowas ist in Hotels immer gratis. Genau wie Seife, Bademäntel und die Batterien aus der Fernbedienung. Ja, ist gut. Batterien aus der Fernbedienung muss ich mir merken. Nee, Schwachsinn natürlich. Okay, super. Gut, naja, wir sind zumindest ein Stückchen weitergekommen. Dann schauen wir mal, ob wir in der nächsten Folge noch weiterkommen. Ich werde mich jedenfalls jetzt verabschieden. Sag Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.